Hi Leute, und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Sky Factory 3. Jetzt habe ich mir etwas reingeschaut, wie der Mod funktioniert. Der Chicken Mod und der Hatchery Mod braucht man in dem Fall noch. Das ist dieser hier. Dazu brauchen wir das Hatchery Nest als nächstes. Das können wir auch kurz herstellen. Wir haben ja mittlerweile einiges an Weizen. Der Stelle brauche ich, wie viel waren es? 5 Stück. Okay, er kann wieder zurück, der Weizen. Dann bauen wir uns hier das Hatchery-Nest. Wenn wir jetzt das setzen, kann ich hier das Ei reinsetzen. Also das schlüpft sofort. Das passt. Ich habe jetzt hier in der Mitte mal einen Hopper gesetzt, dass er alles einsammelt, was hier außen ist. Dann kann ich das jetzt rausnehmen, das Chicken. Und setze hier separat in ein Gehege. Dann brauche ich noch von Hatchery hier das Netz. Also brauche ich Sticks. Wo habe ich Sticks hin? Hier oben habe ich etliche mittlerweile. Ich glaube 3 brauche ich, oder? Ja. Und 3 Twins. Hier drüben habe ich das andere abgerissen und die Brücke mal fertig gebaut. Und den Autokompressor habe ich nochmal gebaut und hierher gesetzt, damit ich die Erze zusammenfügen kann. Können wir mal ganz kurz nochmal machen. Die droppe ich einfach alle hier rein und er geht jetzt der Reihe nach her und macht die zusammen. Und dasselbe mache ich auch immer mit den Lootbags, damit ich da die besseren rausbekomme. Der da und der da. So. Dann nehmen wir jetzt mal das Animal-Netz. Damit kann ich jetzt die hin und her setzen. Dann will ich hier hinten das Sand schicken. Komme ich da irgendwie ran? Ja. Das hier raus, damit bloß die 2 drin sind. Dann brauche ich von hier drüben, habe ich sie rein. Ja, meine die Seeds. Weil das funktioniert bei denselben Chickens halt immer. Und dann sollte jetzt unten ein neues rauskommen. Ah, da sehe ich jetzt halt nicht richtig hin. Jetzt hat. Und das hat jetzt Crow 2, Gain 3 und Strength 2. Mann, ich kann es echt nicht aussprechen. Und das muss ich halt jetzt ein paar Mal hintereinander machen. Und es hat oben einen Cooldown von ungefähr 20 Minuten. Und wenn ich es fütter, dann geht der Cooldown halt gewaltig runter. Gut. Und ich glaube, das Maximum, was ich erreichen kann, ist bei allen 6. Also dass alle Werte 6 sind, wenn ich es richtig verstanden habe. Das mache ich jetzt ein paar Mal hintereinander, dass ich die ganzen hier bis auf Tier 6 hoch mache, dass ich 2 Stück habe und dann, wenn ich das habe, sehen wir uns wieder.
Okay, jetzt habe ich hier die Chickens soweit gemacht, wie ich wollte, ungefähr. Das geht anscheinend sogar bis 10:10, nicht nur bis 6, was ich immer gedacht habe. Das habe ich in dem Tutorial anscheinend falsch verstanden. Auf jeden Fall machen wir jetzt da noch etwas Geschwindigkeit, damit die ungefähr gleichzeitig werden. Naja, es wird nicht, weil das ist schon fast und das ist jetzt halt erst bei einer halben Minute. Ich habe dasselbe auch schon hier drüben mit den White Chicken gemacht. Die kann ich auch noch mal weitermachen. Eigentlich fehlt jetzt bloß noch hier das Sand Chicken. Aber das brauche ich ja eigentlich gar nicht, weil ich möchte ja die Steel herstellen. Dazu brauche ich Kohle. Und Kohle stelle ich her mit Flint und Log. Log habe ich hier, Flint ist da, beziehungsweise hier sind die noch besseren Varianten. Und dann warten wir mal, bis die jetzt beide ausgewachsen sind und dann testen wir, ob das funktioniert, dass wir da ein Ding, ein Kohle-Chicken rausbekommen. Beziehungsweise das teste ich dann gleich bei allen dreien jetzt. Einmal hier. Ja, wir haben ja bloß eine 20-prozentige Chance. Was ist rausgekommen? Was ist das? Ein Kohle-Chicken. Gut, das ging leichter als gedacht. Das lasse ich jetzt mal kurz hier drin. Ich muss mir hier noch etwas anders überlegen mit dem Ganzen, wie ich die Sache, die hier halte, die Hühner, weil jetzt halt momentan noch nicht so hundertprozentig überzeugt bin. Die Flint brauchen noch etwas. Da drüben, glaube ich, war es auch das Flint. Oder? Ja, das braucht auch noch mal ungefähr eine dreiviertelte Minute. Wie sieht es bei den White aus? Sind wir bei 2 Minuten? Und da unten haben wir auf jeden Fall schon mal das Kohle-Chicken. Und das Ganze, ich glaube, die Zahlen hier, die sind immer bloß bei der niedrigsten Stufe. Da wir aber die ja alle ziemlich hoch gepusht haben, müsste das normalerweise etwas häufiger der Fall sein, dass man rausbekommt, was man haben will. Oder? Da drüben ist, glaube ich, jetzt ein Holz-Chicken rausgekommen, also ein Lock. Dann haben wir bis jetzt einmal Kohle. Machen wir das hier noch kurz. Und dann können wir wieder die etwas aufteilen, so wie wir sie brauchen. Die hier. Haben die? Ja, das ist, glaube ich, ein Flint geworden. Dann schauen wir doch mal, was haben wir hier. Nehmen wir das mal weg. 554, das ist also niedriger sogar. Also brauchen wir das hier eigentlich nicht. Das kann weg. Weil das, ja, das verbraucht bloß Platz und steht wahrscheinlich unnötig im Weg und alles. Und da es niedriger ist als die Eltern sogar, weil die haben ja schon 6 Punkte, brauche ich das eigentlich nicht. Dann dasselbe hier drüben. Nehmen wir schon mal das Flint raus und packen es hier mit rein. Und hier haben wir 4, 5, 5. 3, 5, 4. 4, 5, 4, also ist das schon mal besser. Dann mal jetzt schauen, das Schlechteste ist das hier. Dann hier hin und weg damit. Jetzt, komm schon. Jetzt hat. Und dann kann ich hier aussortieren das Ganze. Das Holz hier mit rüber, das Flint hier rein. Dann was haben wir hier? Hier hat man auch nochmal Holz. Ne, beziehungsweise die will ich hier drin lassen, weil es meine besten sind, damit ich danach gleich wieder Kohle schauen kann, dass ich noch ein zweites mit Kohle bekomme, weil dann können wir die auch noch hochleveln. Ja, aber 5, 7, 6 ist eigentlich schon ziemlich hoch. Machen wir noch etwas drauf, damit es schneller wächst. Und dann haben wir hier noch eine halbe Minute. Und hier drüben bei dem haben wir einmal 6, 7, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 4. Also ist das hier das Schwächste. Dann kommt das hier diesmal weg. Und weg damit. Das Sandchicken nervt jetzt gerade etwas. Aber das kann ich auch noch ändern, indem ich hergehe. Brauche noch mal Weizen. Daraus mache ich jetzt noch mal das alles. Dann brauche ich von hier Holz.
Wenn ich die jetzt zusammenfüge zu einem Chicken Nest, dann kann ich jetzt außenrum das platzieren und kriege ein Nesting Pen. Und das Nesting Pen kann ich benutzen. Das setze ich dahin und mit dem Animal Netz packe ich jetzt das Huhn da rein. Und dann droppt es alle 10 Minuten jetzt halt in dem Fall Items. Das ist jetzt halt wieder fertig. Ups. Da gehe ich halt rein. Hier und hier. Dann hoffen wir doch mal, ob wir nochmal Glück haben und Kohle rausbekommen. Und ein zweites Kohle, das ist echt praktisch. 576 und 576 passt. Beide gleich gut. Die kann ich die zusammenfügen? Eigentlich schon. Nehme ich mal das damit hin und das hier da drüben. Weil dann habe ich hier bloß noch die Kohle herin. Und jetzt dafür sorgt, dass das zweite auch noch kurz wächst. Dann können wir gleich nochmal schauen, ob wir da noch ein besseres rausbekommen. Aber jetzt brauche ich schon wieder Seeds. Und das verbraucht so extrem viel Seeds, das ist echt nicht zu fassen. Aber durch die Monsterfarm hinten kriege ich die extrem schnell, das Bone Meal. Weil da ist jedes Mal, wenn ich hingehe, 3-4 Stacks Knochen drin. Und daraus kann ich ja dann Bone Meal herstellen. Beziehungsweise ein Stack kann ich ja dann sogar 3 Stacks Bone Meal herstellen. Also ich glaube nicht, dass mir das so schnell ausgehen wird. Obwohl ich hier das extrem durchbrenne. Das Zeug, das ist echt der Hammer. Ja gut, dann packen wir das mal wieder rein, damit ich hier noch mehr Erde rausbekomme, was wir eh schon über einen Stack haben. Dann habe ich hier meine Kohle-Chickens. Okay, dann schauen wir mal, was brauchen wir noch. Wir brauchen Eisen, da brauchen wir White und Flint. Das habe ich ja hier, White, da habe ich Flint. Also packen wir jetzt eines von da nach da und eines von hier nach hier. Dann wie lange braucht das hier noch? Etwas über 3 Minuten, das machen wir mal etwas runter. Ungefähr 20 Sekunden, das ist glaube ich das niedrigste was geht. Aber hier kann ich schon mal Flint mit White verbinden und dann kriege ich raus. Nochmal Flint. Mist. Dann habe ich hier drüben noch eine Chance, dass ich das Richtige rausbekomme. Ich hoffe mal, dass ich diesmal Eisen kriege. Mist, das hat noch ein Ding Cooldown von etwas über einer Minute. Die drei sind auch schon erwachsen. Das brauche ich nicht im Inventar. Das hier, das hier, das hier. Das wird alles hier reingesaugt. Da ist sogar Knochen herin. Die hier haben jetzt auch wieder ein ewiges Cooldown. Und jetzt habe ich da nochmal ein kleines Flint. Das hier ist das letzte. Das hat 455. 454. 454. Also kann das hier eigentlich weg. Da warte ich gar nicht erst ab, bis das erwachsen ist. Weg damit. Weil das bloß im Weg steht und dann weiß ich nicht unbedingt, welches jetzt hatte was, wie gut ist. Gut, dann schauen wir jetzt halt noch gleich, wenn die 10 Sekunden, 15 Sekunden um sind, ob ich da Eisen rausbekomme. Schön wär's ja. In der Zwischenzeit mache ich das hier nochmal, weil davon brauche ich ja richtig viel. Okay, komm schon. Ist das da hinten? Die 10 Sekunden könnten langsam um sein, hoffe ich. Schauen wir doch mal. Breedable und Breedable. Passt. Und jetzt bitte komm Eisen, Eisen. Das sieht aus wie Knochen. Mist. 475. 675. Das treffe ich nicht. 455, dann ist das hier das Schwächste. Kommt das hier wieder raus. Ah, und Randine kriege ich immer Knochen, okay. Dann kommt das hier drüben mit rein. Aber wenn das dann ausgewachsen ist, dann kann ich wieder schauen, dass ich hier vielleicht Eisen rauskriege.
Okay, die hier brauchen auch wieder. Die hier kann ich rein theoretisch mal kreuzen. Dann schauen wir mal, was wir rauskriegen. Aus 5, 7, 6 wird 6, 9, 7. Das ist echt der Hammer, das Ding. Okay, gut. Aber so funktioniert das. Da werde ich noch etwas weitermachen, bis ich vielleicht die jetzt... da mache ich noch einmal Eisen. Da schaue ich, dass ich Eisen herbekomme. Und dann schaue ich, dass ich alle auf Stufe 10 bekomme. Auch die Sand da hinten. Okay, gut. Das war's dann mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal.